Ja, vielen Dank auf jeden Fall mal, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Ich glaube, das hat sich erst heute jetzt entschieden, oder? Ganz kurzfristig. Ja gut, wir haben gemeint, dass irgendwie ein Talk ausfallen würde. War heute Genau. Nachmittag ja die Rede davon. Das hatte ich irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Dann hatte ich gewitzelt, ich könnte ja was über meinen Generator erzählen, da der jetzt öfters erwähnt wurde. Dann Ja, super. hatte ich Ja, dann. es wäre ein Vortrag gewesen vom Enno, der ist leider krank, Ja. den werden wir aber einfach gleich mal nächstes Jahr dann einplanen. Den Vortrag muss er dann nächstes Jahr halten halt. Aber gute Besserung, Enno, wenn du uns hörst, auf jeden Fall. Ja, auch Aufgehoben ist von nicht mir. aufgeschoben, aber jetzt dann danke, dass du eben, wie gesagt, da eingesprungen bist und jetzt uns ein bisschen was sagst zum Thema Rap-Generator, den wir heute wirklich schon mehrmals gehört haben. Deswegen umso interessanter jetzt nach den zu sehen, live zu Ja, sehen. das unbekannte Wesen, genau, ja. Genau. Vielen Dank, bitte. Gut, ja, dann werde ich jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Also. Ich kämpfe nur noch gerade mit den üblichen Sachen. Wie kriege ich das hin? Ja, da oben ist der Präsident. Genau. Der Titel dieses Vortrages ist der in Klammern Open Source Rap Generator. Dabei handelt es sich eben um ein Projekt in GitHub, also ein Open Source Projekt, was ich vor einiger Zeit begonnen habe. Das war so 2020, da habe ich das erste Mal in einem Vortrag von einem Kollegen was von den sogenannten X-Co-Libraries gehört. Das sind eben eine Reihe von eben Libraries im ABAP, mit denen man eben Repository-Objekte generieren kann. Damals waren das nur Tabellen und dann begann man mit CDS-Use und da kam mir der Gedanke, dass man das benutzen kann, eben um zum Beispiel für Hands-on-Sessions Tabellen, CDS-Views vorzugenerieren, damit die Teilnehmer eben nicht alles immer vom Scratch bauen mussten. Das war so die ursprüngliche Idee von dem Ganzen. Und das ist dann eben so mit der Zeit gewachsen, weil dann kam, wie jetzt, da kamen dann Leute auf die Idee, der Sören meinte, ja, warum machst du das denn nicht, warum machst du das nicht objektorientiert? Das war nämlich zuerst mal so hardcodiert, zwei, waren das so zwei, ein zweistufiges RAP-BO, was mal generiert wurde. Und so ist das dann eben, wie gesagt, gewachsen. Das Ganze ist eben technisch gesehen Z-Code. Das heißt, wenn man sich das runterlädt in sein System, kann man das auch editieren, wenn man jetzt irgendwie eben was anpassen wollte. Beziehungsweise eben, es ist eben ganz normal, befindet sich das eben in einem Z-Local, wenn man das in ein Steampunk-System importiert oder in eben einem Test-Unterstrich-Paket, wenn man es in einem On-Prem-System importieren würde. Der Generator rein technisch ist letzten Endes eine ABAP-Klasse, die eine JSON-Datei als Input nimmt und dieses JSON beschreibt im Wesentlichen das RAP-BO. Und was ich dann dazu gebaut habe, ist, weil das JSON eben nicht so ganz selbsterklärend ist und ja, wenn man eben mit dem JSON arbeiten möchte, ja, wird es dann schwierig, wenn man da mal was Falsches eintippt und der Generator dann eine Fehlermeldung schmeißt. Da habe ich dann angefangen, ein Draft-enabledes RAP-BO zu bauen, was quasi wie ein Key-User-Tool funktioniert, wo man sich eben über ein UI sein RAP-BO zusammenklicken kann und was dann dieses JSON erzeugt und dem Generator eben übergibt. Das Ganze unterstützt unterschiedliche Datenquellen, neben Tabellen, nämlich auch CDS-Views und Abstract Entities. Abstract Entities deshalb, weil bis vor kurzem das Service Consumption Model, was man eben aufgrund eines Imports eines Metadatendokuments erzeugen konnte, das hat eben Abstract Entities generiert. Und wie man unten eben sieht, sind die unterstützten Plattformen neben dem BTP ABAP Environment eben auch On-Premise Releases, nämlich SAP S/4HANA 2021, 22 und eben auch 23. Und hier sieht man einen kleinen Screenshot,
Den sieht man hier, wie das eben aussieht, wenn man es eingespielt hat. Dieses Paket umfasst eben inzwischen so 111 Objekte. Das ist also schon komplexeres RAP-BO. Um eins aber auch ganz klar zu sagen, das ist eben quasi ein Frontrunner, wie auch ganz zu Anfang der Marcel Hermanns das ja gesagt hat. Die Idee ist, dass man eben, dass ich hier eben auch Sachen eben auch ausprobiere und hoffe oder versuche, die dann in den Standard eben zu bringen, dass wir da eben mit dem Toolset in ADT eben auch mehrere Knoten unterstützen und dergleichen. Also wir werden gleich mal sehen, was das Ding eigentlich kann. Ich habe jetzt von dem JSON eben berichtet. Das ist klein. So, jetzt ist weg. Genau. Jetzt sieht man hier auf der eher in dem Screenshot eben das so das allersimpelste JSON, also auf das sind so die absolut notwendigen Informationen, die der Generator braucht, nämlich so einmal den Namespace und den Namen des Paketes, wo also die Objekte generiert werden, was für eine Art von Datenquelle ich habe, in dem Fall eben Tabelle, und welchen Binding-Type das RAP-BO, was generiert werden soll, eben und haben soll. Das ist dann hier OData44 UI. Dann gibt es den Parameter Implementation Type. Das bedeutet eben, das ist eine Kombination aus dem Key Layout und dem, was wir in der Behavior Definition dann später finden, eben in dem Fall managed mit Tabellen mit UUID-basiertem Schlüssellayout. Es gibt auch managed Semantic für semantischen Schlüssel oder unmanaged Semantic. Das habe ich damals so aus Platzgründen zusammengefasst, hätte man auch trennen können. Dann, dass das Ganze draft-enabled sein soll. Und dann sieht man hier in diesem mit Hierarchy markierten Bereich, dass es sich hier um dass die Beschreibung der Root-Entität, eben mit dem Entity-Namen, dem Namen der Datenquelle, also dem Namen einer Tabelle, dann einen semantischen Schlüssel und dann werden eben gewisse Felder eben festgelegt. Das heißt, welches Feld, in dem bei einer UUID-basierten Felder ist der Schlüssel, okay, das hätte man auch noch auslesen können, aber welches Feld zum Beispiel ist der ETag, fungiert als ETag-Master oder als Total ETag oder Last Changed Add und Last Changed By. Wenn man diese eben angibt und dem Generator übergibt, wird er ein entsprechendes RAP-BO generieren. Ja. Und technisch gesehen ist dann der Aufruf letztendlich diese Klasse, diesen statischer Konstruktor, der diesen JSON-String übergeben bekommt, der erzeugt dann ein Objekt, dieses RAP-Generator on-prem, was dann eine Methode hat, dann nur noch generate BO. Gut, das heißt, und dann sind die beiden Aufrufe in der Cloud, also in SAP BTP ABAP Environment, hat man diesen Aufruf und in ABAP Standard hat man einen etwas anderen Aufruf. Da gibt es dann eine On-Prem-Version. Das liegt daran, dass die X-Core-Libraries eben On-Prem und in der Cloud unterschiedlich funktionieren. Und das musste da so entsprechend dargestellt werden. Jetzt werden wir mal in ein Trial-System springen. Dann sieht man hier eben dieses Paket ZDMO-RAP-Generator, was eben diese besagten Objekte enthält. Das Ganze haben wir eben auch für die TechEd verwendet, für die Jumpstart-Sessions. Werde ich gleich auch mal zeigen, wie man das da aufruft. Und das Ganze startet man eben hier über das Service Binding. Und wenn man hier auf Project doppelklickt, öffnet sich eben hier dieses Key-User-artige Tool. Wir werfen jetzt erstmal noch auf einen Blick auf die Tabellen, die wir jetzt verwenden werden, um ein RAP-BO zu generieren. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Paket ZAF-Demo-ABAP-Conf drei Tabellen. Und das ist auch etwas, was der Jörg Sanders mir vorhin mal gesagt hat. Da soll ich mal darauf hinweisen, auf wie man eben solche Tabellen einfach vernünftig anlegt. Das heißt, jetzt sieht man hier mal die Root-Tabelle. Die Root-Tabelle für ein RAP-BO mit UUID-basiertem Schlüssel ist eben Schlüsselfeld. Das ist vom Typ sysUUID-x16. Und dann hat man vielleicht noch einen semantischen Schlüssel. Aber wichtig am Schluss sind noch hier diese administrativen Felder, nämlich created add, created by, last changed by, last changed add und local last changed add.
denen gibt man am besten eben immer diese schon freigegebenen Datenelemente, die eben, die von uns gegeben werden. Man könnte auch Timestample noch nehmen, das wäre auch noch möglich. Aber hier erkennt eben aufgrund dieser Datenelemente der Generator auch schon automatisch, um was für Felder es sich dann handelt. Das ist dann diese Logik, die dahinter steckt. Wenn wir jetzt das nächste auf zweiter Ebene, ich bringe noch ganz kurz zu der Präsentation, was wir nämlich nochmal haben wollen. Wir wollen also hier ein Rappeo bauen, was eben dreistufig ist. Das heißt, wir haben eine Root-Entität, eine Child-Entität und eine dritte Ebene, Schedule Line, das wäre auch Sales Order Items, Schedule Line. Also der Guru, der heute Morgen präsentiert hat, wird das natürlich jetzt sehen. Das ist natürlich alles dann grob vereinfacht hier. So einfach ist die Sales Order eben nicht, aber das kommt von den Zeiten her, als wir noch das NetWeaver-Demo-Datenmodell verwendet haben, wo wir dann immer so eben die einfachen Sales Order-Tabellen hatten, was natürlich nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht. Das sieht man jetzt hier, dass man immer eine Composition hat, um von einer Entität zur Child-Entität zu kommen. Dann gibt es immer eine One-to-One-Association zurück, eine sogenannte Two-Parent-Association. Und ab der dritten Ebene brauchen wir eine Association zurück zum Root, zur Root-Entität, die dann eben, sodass das RAP-Framework eben in der Lage ist, diesen ganzen Baum eben entsprechend aufzulösen. Also diese Information brauchen wir. Und das ist eben auch das, was der RAP-Generator eben dann macht. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch die zweite Tabelle an. Das heißt, hier sehen wir jetzt, dass es noch ein zweites Feld vom Typ SysUUIDX16 gibt, nämlich für die ParentUUID. Das ist eben der UUID-basierte Schlüssel der Parent-Tabelle. Und wenn wir dann auf die dritte Ebene gehen, dann haben wir wieder ein UUID-basiertes Schlüsselfeld und zwei UUID-basierte Felder, die nicht Schlüsselfelder sind. Die nenne ich praktischerweise direkt Parent UUID und Root UUID, damit man weiß, was da auch drin steht. Hier sieht man auch, dass man nur noch ein administratives Feld braucht, nämlich Local Last Changed Add. Wir werden ein Draft-enabledes Rappeo bauen. Da brauchen wir also immer noch ein Local E-Tag auf der Ebene. Also pro Entitätsebene braucht man dann noch ein Feld, um den Zeitstempel der letzten Änderung in diesem Knoten abzuspeichern. Jetzt haben wir die Tabellen eben angelegt. Das ist ja etwas, was wir am Anfang brauchen. Und nehmen jetzt das Tool her und legen ein neues Projekt an. Das heißt, was dieses Tool hier tut, ist, die Informationen für das zu generierende RAP-BO werden also in einem RAP-BO gespeichert, was dann dieses JSON erzeugt, quasi als Metainformation. Ich kann jetzt die Datenquelle auswählen, Tabelle, der Implementierungstyp soll also managed sein. Ich nehme hier UUID-basierte Schlüssel, wo dann alles automatisch eben gezogen wird. Der Binding-Type ist jetzt hier sinnvollerweise OData v4 UI, aber man könnte sich jetzt auch ein Web-API aussuchen oder auch OData v2, wenn es denn unbedingt erforderlich ist, wobei ich jetzt aber v4 immer empfehlen würde. Draft-enabled soll es auch sein. Und was man jetzt angibt, ist den Namen der Root-Entität. Und diesen sprechenden Namen werden wir auch gleich wiederfinden in den Repository-Objekten, die generiert werden. Und jetzt können wir die Datenquelle auswählen. Ich habe jetzt zuvor ja diese Tabellen angelegt. Und wir sehen hier, das ist hier mit Type-Ahead-Support implementiert. Das Ganze ist also ein RAP-BO. Das ist ein Beispiel dafür, was man mit RAP auch machen kann. Also, und das Paket hatten wir ja, muss ich nochmal kurz einen Blick drauf werfen, das war irgendwas mit ZAF-Demo, ja, genau. Ihr könnt natürlich auch hier suchen. Und habt ihr ein Paket ABAP-Conf. Jetzt lege ich ein neues Projekt an und was jetzt passiert ist, dass jetzt eben eine Entität hier schon mal, die Informationen für eine Entität angelegt wurden. Hier sind die Implementierungsdetails des Projekts überhaupt. Das ist ein Manager-UID-basiertes Projekt. Binding-Types, alles abgespeichert. Was wir zum Beispiel machen können, wir können an die Objektnamen, die generiert werden, ein Suffix anhängen und
klicken jetzt hier auf diese Entität, weil hier findet dieses Mapping der Namen, der Feldnamen statt, die nachher zum Beispiel in der BDIF benutzt werden soll. Das werde ich für den eTag Master verwenden. Das hat der Generator jetzt aufgrund der intelligenten Wahl der Datenelemente der Tabelle eben automatisch herausfinden können. Den semantischen Schlüssel kann er jetzt nicht erraten, wer das sein soll. Das nehmen wir jetzt die Sales Order ID. Jetzt sehen wir hier unten, dass eben das Feldmapping für die Local Last Changed Add und dergleichen. Und was wir jetzt auch sehen, dass Repository-Objektnamen vorgeschlagen werden, entsprechend so ein bisschen der SAP, der S4HANA VDM-Namenskonvention, also ZR-SalesOrder. Und jetzt sieht man, dass hier ein 01 mit eingeschmuggelt wurde noch. Das ist, muss ich jetzt erstmal noch ein Apply machen, sorry. Jetzt sieht man die Nachteile eines Fiori-UIs oder sowas. Ist also natürlich nicht optimal dafür geeignet. Ich hatte jetzt hier, eine Sekunde. Genau, ich hatte ja das 001 angehängt. Und jetzt kriegen wir auch wieder einen schönen Namen raus, weil das 001 hinten dran ist. Er musste also nicht, um unique, um also ein eindeutige Namen zu haben, noch was dann reintun. Und was wir auch sehen hier, was der Generator hat, der hat eine Möglichkeit, dass wir die Feldnamen noch vor der Generierung ändern können. Also nehmen wir hier mal eine 34, Total Amount, ZZ, nur dass man nachher sieht, dass wir da was geändert haben. Dann sage ich hier Apply. Gut, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hier in der Liste der Entitäten eine auswählen und sagen Add Child Based on Tables. Das heißt, ich füge jetzt ein Child-Element hinzu und kann jetzt wieder eine Tabelle auswählen, nämlich die Item-Tabelle. Jetzt geht dasselbe wieder los. Ich gehe hier auf die Item-Tabelle und sehe wieder ein automatisches Mapping von Tabellen. Hier hat er dann automatisch erkannt, dass es ein Feld gibt, was UUID-basiert ist, aber kein Schlüsselfeld ist. Das wird dann direkt für Parent vorgeschlagen. Außerdem gibt es so eine Logik, dass er später dann, wenn er Parent und Root findet, dass er die Namen auch noch erkennt. Jetzt nehmen wir wieder den semantischen Schlüssel. Wenn wir runterscrollen, sehen wir wieder ein Mapping von Feldern. Einige müssen jetzt gar nicht mehr gemappt werden, weil da brauche ich nur den, da brauche ich eben nur die, das Local Last Changed Add. Es werden wieder Namen vorgeschlagen. Und auch hier könnte ich, wenn ich jetzt wollte, die Namen ändern. Ich sage wieder Apply. Jetzt haben wir quasi den zweiten Knoten hinzugefügt. Jetzt können wir sogar einen dritten nehmen. Im Prinzip kann man sehr viele, das wären jetzt die Sub-Item. Datenquelle wäre wieder, wir haben ja diese Tabellen, wir erinnern uns, ZF, UUID, Sub-Item. Jetzt fügen wir das dazu. Müssen jetzt nochmal einmal einen semantischen Schlüssel mappen. Eben da ist die Schedule-Line-ID. Und hier sieht man wieder die Feldnamen. So, Apply. Was ich jetzt mache, ich drücke auf Create. Was jetzt passiert, ist, es wird, da hat er jetzt nicht, irgendwas hat er sich nicht gemerkt. Hier sind die Mappings für die, nein, eigentlich hatte das sollte es sein. Da war das Mapping für den semantischen Schlüssel. Jetzt sind wir fertig eigentlich. Und was jetzt passiert unter der Haube noch, das kann man einmal noch hin unter die hier klicken. Wenn ich hier auf Show More klicke, sieht man hier das JSON, was nachher jetzt dem Generator übergeben wird. Aufgrund dieser Information wird jetzt was generiert. Wenn ich jetzt auf Generate Repository Objects klicke und auf Refresh, sehen wir, dass ein Job gestartet wird. Das hatte ich vorher, hatte ich mal einen Application Job, aber jetzt mit 23.08 gibt es das BGPF, das Background Processing Framework, also die Möglichkeit, Prozesse asynchron auch mit zu starten, die einen Commit erlauben. Und die werden jetzt hier, das wird jetzt hier gerade gestartet. Das läuft eine Zeit, das sind diese Trial-Systeme, die sind nicht so besonders schnell. Das erlaubt uns aber natürlich jetzt hier in der, mal zu schauen, was da passiert. Wir können hier auf den Refresh drücken und sehen, dass jetzt schon 25 Objekte angelegt worden sind. Also auch wenn ich jetzt hier viel erzählt habe, glaube ich nicht, dass man so schnell wird das Ganze tippen können. Das wäre was für Wetten, das gewesen.
Jetzt sieht man hier, was eben schon mal generiert wurde. Nein, es ist noch, man sieht, es ist noch zum Teil dann nicht, es ist schon aktiv. Warum er jetzt noch nicht fertig ist, dass das Publizieren des Service Bindings in den Trial-Systemen extrem lange dauert, wegen der Kataloge und die dann eben so vielen Benutzern zugeordnet werden. Das ist also schon ein bisschen viel. Man sieht hier zum Beispiel, was hat er gemacht? Wenn wir ganz mal unten anfangen, haben wir ja wir haben jetzt erstmal die Draft-Tabellen, die all generiert wurden für uns. Dann sieht man hier auf R-Ebene, sieht man, dass man hier dass hier eben automatisch, ja, hier die Namen vor allem, ne, 34 und ZZ hatten wir vorhin angegeben, dass die entsprechend eingetragen wurde. Wir haben zusätzlich zum R-Layer einen E-Layer, der jetzt mitgeneriert wurde, also einen mit Provider Construct Transactional Interface. Wir haben einen Consumption Layer, oder Projection Layer, wie er genannt wird. Wir haben die BDEF. Das heißt, hier eben mit dem direkten, vernünftigen Setzen, was jetzt ein bisschen Read-Only ist, Create, Update, Delete mit Draft-Actions und eben dem Mapping. Und jetzt müsste inzwischen mal fertig sein, hoffe ich. Ja, also wenn wir jetzt auf das, sehen wir das Service-Binding, das ist hier publiziert und ist hoffentlich schon lauffähig. Oder ist er dann noch nicht fertig geworden? Doch. Wir sehen jetzt hier dieses dreistufige RAPBO. Ich kann jetzt hier auf Create drücken. Könnte jetzt irgendwas abspeichern. EUR, Euro. Man kann direkt ein Item anlegen. Quantity 10 Stück. EA ist das, glaube ich, immer. Ich bin jetzt nicht von der Anwendungsentwicklung, deshalb wir sind jetzt hier, genau, wir haben jetzt die Sales Order und die Items. Wo sind, wenn ich hier auf mein Item noch gehe, kann ich auch noch auf die Sub-Items gehen. Warte mal, ich müsste hier noch auf Edit gehen, wenn mich das zoomen lässt. Ja, genau. Ich kann auch ein Sub-Item noch anlegen, eine Description. Und wie wir sehen, funktioniert eigentlich alles hier automatisch. Und er hat außerdem, wir sehen hier außerdem noch, der Generator hat noch defaultmäßig eine, wir sehen hier Behavior Implementation Klassen und für die Root Entity hat er noch eine kleine Determination für die Sales Order ID mit einem Poor Man's Approach eines semantischen Schlüssels. Also hier wird als Select Max, so normalerweise würde man hier natürlich einen Nummernkreis verwenden, aber nur damit eben schon mal was drinsteht, damit, also wenn man das eben ausprobiert, man da schon mal eindeutige eben Nummern dort bekommt. Braucht man eigentlich nicht, wenn man jetzt die UUID-basierten Schlüssel hat, aber ist eben natürlich für den semantischen Schlüssel ganz nett. Ja. Jetzt, man sieht also, man hatte jetzt also ein dreistufiges RAPBO. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Können wir mal zurückgehen. Achso, ich bin jetzt hier beim, halt, blendet hier ein bisschen Preview. Was kann man noch machen? Jetzt mal, warum es eben zum Ausprobieren ganz nett ist. Ich habe ja hier dieses Projekt angelegt, ne? Ich kann jetzt das Projekt kopieren und kann eben eine Kopie des Projektes machen und dann eben ich könnte jetzt mit dem Suffix 2 dasselbe RAPBO noch einmal generieren. Wenn ich also mal so gewisse Dinge ausprobieren möchte und verschiedene eben Implementierungen mal eben vielleicht testen möchte, dafür ist das eben gedacht. Das geht alles so in diese Richtung, natürlich Workshop. Auch Workshop-Vorbereitung. Was können wir hier noch ändern zum Beispiel? Was noch ganz nett ist vielleicht, ist, dass man kann auch, wenn man sehr S4HANA-like arbeiten möchte, kann man noch Basic-I-Views hinzufügen. Dann wird noch ein E-View-Layer zwischen dem R-View und den Tabellen eingefügt, also quasi eine 1:1-Repräsentierung, so wie man das auch bei den
in den S/4HANA-Implementierungen findet. Und es wäre möglich, das Ganze noch erweiterbar zu machen. Das heißt, was er dann machen würde, wäre, das kann ich jetzt hier gerade nicht machen, das muss ich mit dem anderen noch machen. Die Tabellen selber, die wir jetzt benutzt haben, sind nicht erweiterbar. Das wird dann bei der Generierung zu Problemen führen. Das heißt, wenn die Tabellen erweiterbar sind, könnte ich jetzt sagen, du bist erweiterbar. Ich drücke jetzt einmal hier auf Save und generiere und zeig noch eine zweite Sache, wo das eben genutzt wird. Wer sich jetzt insbesondere für Erweiterbarkeit interessiert, haben wir hier auch den Kurs Z, also den RAP 630, wo man eben mal so ein erweiterbares RAP-PO sich generieren lassen kann. Das ist dann hier, wenn ich hier mit dem, jetzt haben wir das ja auch gebaut, hier für diese Klasse aufruft. ZRAP 630 Single. Das ist eine Klasse, die eben, die ich hier vorbereitet habe. Und wenn man da F9 klickt, wird also ein erweiterbares RAP-PO generiert. Und dann kann man in einer Exercise eben sein eigenes RAP-PO erweitern, weil das natürlich sonst immer das problematisch ist. Und hier auch wieder wird BGPF wieder benutzt. Das Ganze wird eben gestartet, werden zwei Pakete angelegt, aber der langlaufende Prozess wird in den Hintergrund verlagert. Und dann kann man sich dann anschauen, wie dann diese Objekte nach und nach generiert werden. Gut, mal gucken, was habe ich noch nicht erzählt. Das habe ich jetzt, glaube ich, so alles erzählt. Halbe Stunde erst gebraucht, ne? Was? Ja, klar, ich meine, natürlich ist es jetzt eben, es hat was gedauert, bis das Ganze so nach und nach eben gebaut wurde, hat aber jetzt eben, hilft mir jetzt persönlich auch beim Nachstellen von Kundenproblemen. Jetzt gerade letztens war eine Anfrage, jemand hatte Fragen dazu, wie sich ein dreistufiges RAP-PO verhält, was eine Custom Entity hat. Das konnte ich dann eben relativ schnell ein POC nachbauen und dann zu gucken, wie sich das dann da tatsächlich verhält, um das dann eben auch entsprechend dann fundiert in der Community zu beantworten. Das war dann eben eine Möglichkeit. Das könnte ich vielleicht noch kurz zeigen, dass man eben, wie man eine Custom Entity, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt, die wir jetzt empfehlen für die Implementierung, ist aber für die Fälle, wo man etwas hätte, was tatsächlich sich nicht durch CDS-Views abbilden lässt. Also man sollte sie nicht benutzen, Custom Entities, wenn man es mit CDS-Views machen kann. Das möchte ich hier gerade direkt davor rausschicken. Ja, nochmal. Die zweite Generierung ist jetzt auch im Hintergrund fertig geworden. Das können wir nochmal kurz gucken. Wir haben ja hier dasselbe Paket gehabt. Und jetzt sieht man, dass hier, wenn ich hier einen Refresh mache, 56 Objekte natürlich sind, eben doppelt so viele. Und nochmal dasselbe RAP-PO. Und was man jetzt hier noch sieht, ist, dass wir hier zusätzlich, dass wir bei den 02er Objekten sieht man einen eView, der also direkt von der Tabelle liest, also Define View Entity, und der R-View beim 02er, wo ist er? Ein bisschen tiefer. Der ZR Sales Order. Der ist es, glaube ich. Der liest jetzt von dem eView und nicht direkt von der Tabelle. Also wenn man diesen Abstraction Layer eben noch haben möchte, das ist dann die Vorbereitung später für den Fall, wenn wir mal CDS-Views haben, die gleichzeitig auch eine Tabellenfunktion haben. Das ist auch das, was hinter dieser Idee steckt. Das wird es langfristig irgendwann mal geben. Gut, machen wir noch die letzte Demo. Das ist dann dass wir ein neues Projekt nochmal anlegen. Diesmal wählen wir keine Tabellen, sondern Abstract Entities in dem Falle. Dann müssen wir Unmanaged nehmen und müssen dann aber auch OData for 2 UIs haben,
weil eben in dem Falle, wir haben kein Draht. Und Root Entity wäre in dem Fall, ich glaube, das ist auch Sales Order. Und die Datenquelle ist, ich muss kurz nachschauen, das waren hier CDS-Views in den Demo. Das sind Demo-Objekte, die ich hiermit ausgeliefert habe. Das sind Tests, na, Z-Demo-Tests. Genau, da gibt es also eine Root-Entität. Und auch das Paket war ZAF Demo ABAP-Conf. Nehmen wir dasselbe Paket. In dem Falle, weil es jetzt eben semantische Schlüssel sind, muss man dieses Mapping nicht mehr machen. Also für dieses Mapping für den semantischen Schlüssel, das ist schon dann direkt da. Und wenn ich hier eine Child Entity hinzufüge, Item, Child Entity, macht er das auch. Kann jetzt hier auf Create klicken. Gucken vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Abstract Entities. Das sind eben, die sehen so ähnlich aus wie Custom Entities, also von der Syntax ähnlich wie Tabellen. Können jetzt aber auch was generieren. Und dann wird er jetzt, okay, ein ETag Master in Child Entities habe ich vergessen zu mappen. Das liegt daran, diese Tabellen, die ich da als Default genommen habe, die hat überhaupt, da ist jetzt nichts drin. Wir können jetzt einfach als Workaround erstmal irgendein Feld nehmen, damit was eingetragen wird. Eigentlich sollte man natürlich jetzt hier Tabellen haben, die zumindest in so einem Zeitstempel haben, aber man kann jetzt erstmal was generieren und das anschließend später ändern. Wenn wir das jetzt generieren, läuft er jetzt los und würde jetzt eben ein RAP-Business-Objekt mit Custom Entities, denn das würde ich auch schon mal oft gefragt, wie baut man das? Denn wenn man nämlich jetzt nachher in den generierten Code schauen wird, wird man nämlich sehen, dass die Syntax nämlich eine völlig andere ist als die bei normalen CDS-Views. Und auf die kommt man nicht so direkt. Wo bin ich jetzt? Ich hätte vielleicht noch was dranhängen sollen. Ne? Und wir werden ja hier. Wo sind sie? Werde gucken. Ich gucke jetzt gerade mal nach der Sales oder was er als Name da vorgeschlagen hat. Genau, es wäre jetzt in dem Falle der Set. Das ist der. Wenn ich ein Produkt sein, ich wollte mal. Hier sein. Genau, hier sieht man jetzt eben diese Konvention, dass eben die Assoziation muss oben stehen. Wenn sie unten steht, führt das nachher zur Fehlermeldung bei der Generierung. Und dann müssen alle Annotationen eben in den Source Code mit reingeschrieben werden. Das heißt, das macht die ganze Sache natürlich dann bei der Verwendung im Vergleich zu normalen CDS-Views etwas unübersichtlicher, weil dann eben alles, was wir sonst auf die verschiedenen Layer verteilen, dort hineingeschrieben wird. Gut. Denken wir, das heißt,
Genau, was man auch noch sieht hier nochmal, wenn man hier, man sieht hier, okay, da sind irgendwelche Fehler aufgetreten. Man sieht hier, dass da jetzt bei der Generierung, glaube ich, bei den App, also bei den Custom Entities gibt es ab und zu noch Probleme. Wie gesagt, das ist ein Z-Projekt. Hier sieht man dann schon etwas länger, dass man sieht, dass eben, das sind die Warnungen, die man auch bekäme, wenn man die in ADT, wenn man in ADT das generiert. Das sind die, die von Xcode zurückgegeben würden. Das in der Version, die da draußen ist, da wird das Header-UUID-Feld noch nicht als Read-Only geflaggt. Das wird mit dem nächsten Update nachgezogen. Gut. Dann mal was. Das heißt, wer das ausprobieren möchte, kann sich das, wie gesagt, runterladen. Das, was generiert wird, ist eben offizieller Code. Das andere ist, wie gesagt, Open Source. Kann mal sein, dass vielleicht ein Bug drin ist. Hoffe ich nicht, aber und wie gesagt, für zum Beispiel andere, für Customizing Table gibt es zum Beispiel eben einen besseren Generator inzwischen im ADT und die anderen Tools werden da sicherlich irgendwann nachziehen, sodass dann bis dann irgendwann wahrscheinlich hoffentlich obsolet wird, dieses Tool. Und dann werden wir bis dahin dann schauen. Perfekt, passt. Herzlichen Dank. Es ist schon ziemlich mächtig, das Ding, was das alles kann. Ja. Aber es ist zumindest für den Anfang, damit man mal lernt, damit man mal reinkommt, ist es sicher cooles, kleines Tool, dass man, also kein Riesentool eigentlich Das. schon, um einfach die ersten Schritte und die ersten Berührungsängste vom Rab zu nehmen. Einige Finde ich. Partner haben mir ja schon gesagt, dass sie es anwenden. Also ich meine, das ist sicherlich erstmal, es ist natürlich klar, dass in der Gesamtimplementierung man muss noch ABAP, es macht den ABAP-Entwickler hier nicht arbeitslos. Also die Business-Logik muss man natürlich noch selber bauen. Es ist einfach nur dieses Boilerplate-Coding, was übernommen wird, dass eben dieses, wenn ich weiß, ich habe diese drei Tabellen, ist eigentlich relativ klar, dass die Objekte so auszusehen haben. Das heißt, es nimmt einem nur die Arbeit ab, dass ich eben mich da nicht vertue, dass ich nicht die Association falsch schreibe oder dergleichen. Also das ist das, was jetzt eigentlich da übernommen wird. Und also Business-Logik muss man noch selber schreiben. Das muss der ABAP-Entwickler dann noch machen. Aber ich denke mir, wenn man vor allem nachher vielleicht etwas, das ist der Vorteil von so einem generierten Objekt, wenn ich jetzt wieder was ändere und es funktioniert auf einmal nicht mehr, weiß ich, dass es daran liegt und nicht, dass wenn ich jetzt erst was langsam aufbaue und dann ganz am Schluss erst feststelle, oh, es funktioniert etwas nicht, woran liegt denn, liegt es vorher? Das sind ja sonst die Wege, die ich ja beschreiten muss. Genau. Es beschleunigt auf jeden Fall den Entwicklungsprozess und ich glaube, das ist ja das Ziel oder das Wichtige, was wir alle haben. Wir haben alle viele Tasks, zu wenig Ressourcen, zu wenig Zeit und alles, was uns irgendwie hilft beim Beschleunigen des Entwicklungsprozesses, ist einfach hilfreich. Und da zählt das natürlich dazu. Und natürlich alles, was automatisiert werden kann, sollten wir automatisieren, weil wir haben genug Arbeit mit dem Implementieren der Business-Logik, dass das dann alles Aber passt. es gibt eben die Möglichkeit, noch bevor man auf den Generieren-Button drückt, noch etwas abzuändern. Das heißt, die Namen, die jetzt da vorgeschlagen sind, die sind ja nicht zwingend. Also wenn jetzt jemand meint, er müsste dort andere Namen vergeben, kann er das machen. Er kann sie aber auch nehmen. Und genauso gut mit den Feldnamen, das war jetzt da dem geschuldet, dass natürlich manchmal die ABAP-Tabellen oder irgendwie Feldnamen nicht, dass dann nur das Bilden von Camel Case nicht unbedingt zu schöneren Namen führt. Aber man möchte was anderes haben, dass es so, dass man dann, wenn nachträglich, sobald das generiert wird, dann die Daten, diese Feldnamen zu ändern in dem ganzen CDS-View-Stack, ist schon sehr schwierig und sehr aufwendig. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, das möglichst frühzeitig noch abändern zu können.